Hallo und herzlich willkommen hier zu einem Raumbau-Video in die Sims 4. Ja, es ist ja jetzt endlich möglich, dass man Räume separat hochladen kann. Und von daher dachte ich mir einfach mal, hey, baust du kein ganzes Haus? Das dauert viel zu lange. Bau doch einfach mal einen Raum. So, und da habe ich einfach mal ein paar Lampen reinplatziert in irgendeinen Raum, den ich irgendwie gezogen habe. Und habe mich so für die Farbe Rosa hauptsächlich entschieden und so ein helles Braun irgendwie. Also ihr seht ja schon die Farben, ich hoffe, ich habe sie halbwegs richtig beschrieben. Und das Ganze wird ein Wohn- und Schlafzimmer in einem. Ich musste erst mal ein bisschen mit der Steuerung zurechtkommen, mit dem Komplettverteilen der Wandfarbe und des Fußbodens, weil es doch ein bisschen anders ist als in die Sims 3. Aber ich habe mich halt so ein bisschen ausprobiert, weil man ja die Fenster alle so platzieren kann, wie man möchte. Und ach, es war einfach so viel und ich habe mich so gefreut. Es war einfach total cool. Das ist leider aber auch der Grund, warum diese Woche Step by Step und Step for the Generation ausfallen. Es tut mir leid. aber dafür kommt die nächste Woche wieder. Ich wollte einfach mal ein bisschen was anderes machen, wo ich nicht wirklich 20 Minuten nur irgendwie kommentieren kann, sondern ich wollte einfach mal wieder was fertig machen, was ihr auch gleich benutzen könnt, wo ihr nicht ewig drauf warten müsst. Und deswegen dachte ich, machen wir einfach mal hier im Schnelldurchlauf ein Wohn- und Schlafzimmer für eure Sims. Und ja, ich habe relativ dunkle Möbel genutzt, also Couch und Tische und sowas ist alles schwarz gehalten. Und es hat mich mir da irgendwie an meine Grenzen gebracht, weil ich dachte dann so wieder, oh nein, jetzt kannst du das alles wieder nicht einfärben, wie du willst. Aber ich finde, dafür, dass ich nicht einfärben konnte, habe ich es ganz gut hingekriegt. Also für meine Verhältnisse. Ich war eigentlich schon relativ begeistert, wie es am Ende aussah. Auch wenn es halt sich sehr schwierig für mich gestaltet. Ich weiß es nicht, wie andere das hinkriegen. Ich sehe immer in der Galerie so ganz tolle Häuser und denke immer, wie macht ihr das? Ihr cheatet doch. Das geht nicht. Ja, aber ich glaube, es ist soweit ganz gut gelungen, würde ich sagen. Aber lasst euch einfach überraschen. Ich melde mich dann am Ende des Videos nochmal und viel Spaß beim Zuschauen.
Ja, eine Kommode sollte nicht fehlen und dann möglichst auch noch irgendwas, das da drüber hängt. Ich habe da sehr lange überlegt, was packen wir da drüber. Aber letztendlich habe ich mich dann für so eine kleine Kleiderauswahl entschieden. Da das Zimmer ja doch sehr rosa-lastig ist, dachte ich, können wir ruhig ein Mädchenzimmer draus machen. Beziehungsweise, wenn ihr zum Beispiel ein Pärchen oder so habt, dann, naja, die Frau entscheidet einfach immer. Es ist einfach so. Und ja, dachte ich, das ist eigentlich ganz niedlich. Ich habe dann noch ein bisschen mit den Regalen rumprobiert. Das hat mir aber letztendlich leider nicht so gut gefallen. Und dann habe ich mich halt noch für ein großes Bild entschieden. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Wohn-Schlafzimmer-Kombi-Ding. Und ja, dann könntet ihr es euch einfach in der Galerie bei mir runterladen. C18 Ina, da findet ihr das Ganze. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Sims 4 LP wieder, wenn ihr wollt. Dann bis dann und ciao!